So, hallo nochmal. Min-Cost-Flow. Eine algorithmische Problemstellung, die vielleicht auf den ersten Blick sehr ähnlich aussieht wie Max-Flow, aber trotzdem sehr anders anzugehen ist. Wir haben das beim letzten Mal schon begonnen. Nur zur Erinnerung, was das Min-Cost-Flow-Problem beinhaltet. Wir haben wieder einen gerichteten Graphen. Wir haben wieder Kapazitäten auf den Kanten, nicht negative Kapazitäten. Wir haben aber jetzt zusätzlich auf den Kanten, auf jeder Kante noch einen Kostenfaktor. Noch zusätzlich dazu haben wir für jeden Knoten einen Balancewert, der positiv, negativ oder null sein kann. Und was wir hier suchen, ist ein zulässiger Fluss in dem Sinne, dass natürlich wieder, wie immer, die Kapazitäten eingehalten sind. Das heißt also, der Flusswert auf jeder Kante liegt zwischen 0 und der oberen Schranke der Kapazität. Und die Flusserhaltungsbedingungen sehen jetzt etwas anders aus, nämlich für jeden Knoten gilt Summe rausfließend minus Summe reinfließend gleich der Balancewert für diesen Knoten. Oder umgekehrt, Summe reinfließend minus Summe rausfließend. Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, ist auch egal. Hauptsache, man benutzt es konsistent, dann ist es egal, ob man so rum oder so rum die Sache sieht. So, das ist ein zulässiger Fluss. Und unter allen zulässigen Flüssen wollen wir einen speziellen finden, nicht einen ganz speziellen, weil es könnte mehrere geben. Nämlich wir wollen einen kostenoptimalen Fluss finden. Das heißt, für jede Kante sind die Kosten des Flusses auf dieser Kante gleich Flusswert mal Kostenfaktor dieser Kante. Das heißt also, je mehr ich Fluss über eine Kante rüberschicke, umso teurer wird es. Für jede Kante ein spezifischer Kostenfaktor, also spezifisch schnell wird es teurer. Und die Summe dieser Kosten über der einzelnen Kanten ist der Gesamtwert, der Gesamtkostenwert, den wir minimieren wollen. Wir haben das letzte Mal schon einen Algorithmus gesehen, der geht ganz einfach, wenn wir ihn abstrakt betrachten. Wir beginnen mit einem zulässigen Fluss und wir suchen Zykel von negativer Länge. Wieder, wie üblich bei Flüssen, diese Zykel, wie immer bei Pfaden in Flüssen, diese Zykel dürfen im ursprünglichen Graphen Vorwärts- und Rückwärtskanten enthalten, im Residualgraphen dann entsprechend nur Vorwärtskanten und natürlich vorwärts nur im ursprünglichen Graphen, wenn der Flusswert noch nicht am oberen Anschlag ist, rückwärts nur, wenn er nicht am unteren Anschlag bei 0 ist. Und die Kostenwerte entlang dieses Zykels berechnen wir so, dass wir für jede Vorwärtskante in diesem Zykel den Kostenwert, wie er da ist, positiv nehmen. Und für jede Rückwärtskante negieren wir den Kostenfaktor, summieren die Kostenfaktoren auf und wenn dabei auf dem Zykel etwas Negatives rauskommt, ist das ein negativer Zykel. Wir haben beim letzten Mal schon gesehen, wenn wir einen negativen Zykel finden, in diesem Sinne, wo wir also Fluss noch verändern können, weil keine Kante am entsprechenden Anschlag ist, dann können wir damit aus einem zulässigen Fluss einen neuen zulässigen Fluss machen, der echt geringere Kosten hat. So, wir haben noch zwei Lücken und also vielleicht noch ganz kurz, dieser Algorithmus, das ist eine Schleife, in jeder Iteration einen negativen Zykel finden, Fluss entlang dieses Zykels entsprechend erhöhen und damit die Kosten verringern. Abbruchbedingung ist, wir finden keinen negativen Zykel mehr. Wir haben zwei Lücken noch, die wir heute noch füllen müssen. Die erste Lücke ist, wie finden wir denn überhaupt erst einmal den ersten zulässigen Fluss? Ja, der Nullfluss tut es nicht. Der Nullfluss erfüllt nicht die Balancewerte. Also, wir müssen einen zulässigen Fluss finden, der in den Kapazitätsbegrenzungen ist, wie der Nullfluss auch, aber im Gegensatz zum Nullfluss müssen wir einen Fluss finden, der die Balancewerte an allen Knoten tatsächlich erfüllt. Der zweite Punkt ist, warum ist diese Abbruchbedingung richtig? Warum ist es korrekt? Warum können wir uns sicher sein, wenn wir keinen Zykel negativer Länge mehr finden, dass der Fluss tatsächlich maximal ist? Das sind die zwei Lücken, die wir noch haben, die wir jetzt füllen werden. So, gehen wir an den ersten Punkt. Das war das letzte Mal noch nicht richtig ausgefüllt. Da stand noch dummerweise Copy-Paste einfach. Wir fangen mit einem Nullfluss an, was aber natürlich nicht stimmt. Deshalb hatte ich diesen Schritt noch heute verschoben und habe in der Zwischenzeit das eingefügt. Wie finden wir einen ersten zulässigen Fluss?
Und die Idee ist, wie so häufig, dass wir die Instanz, den Graphen, das Netzwerk hernehmen und erweitern. Wir werden ihn ganz einfach erweitern durch zwei Knoten, S und T, und gewisse Kanten. Und da lassen wir, in diesem erweiterten Graph, lassen wir einen Maxflow durchfließen. Und wir werden gleich feststellen, wenn dieser Maxflow eine bestimmte leicht zu überprüfende Eigenschaft hat, dann ist es automatisch ein zulässiger Fluss, der im ursprünglichen Netzwerk herauskommt. Wenn der maximale Fluss diese Eigenschaft nicht hat, dann gibt es keinen zulässigen Fluss. Dann ist die Instanz lösbar, dann gibt es überhaupt keinen zulässigen Fluss und dann gibt es erst recht keinen optimalen, keinen kostenminimalen Fluss. So, wie konstruieren wir das? Da fange ich wieder mal an mit unserer schönen Wolke. Das ist unser Netzwerk, unser Graph. Und jetzt haben wir hier irgendwelche Knoten. Hier haben wir einen Knoten V mit, was will ich hier an dieser Stelle, mit BV, eckige Klammer oder runde Klammer, eckige Klammern, BV größer 0. Das heißt, da soll Fluss rausfließen. Das ist ein Supplier Node, ein Knoten, wo Fluss eingespeist wird. Und jetzt nehme ich hier einen Knoten irgendwo anders, einen Knoten W, und einfach um den entsprechenden anderen Fall zu illustrieren, das ist ein Knoten, wo Fluss aus dem Netzwerk raus abgegriffen wird. So, wie gesagt, ich füge hier einen Knoten S ein. Ja, das S kann ein bisschen schöner sein, so. Und füge hier einen Knoten T ein, das sind neue Knoten. Und für jeden Knoten V, wo Fluss eingespeist werden soll, legen wir eine entsprechende Einspeisekante von S nach V mit der Kapazität B von V. Ja, B von V ist größer 0. Das ist okay als Kapazität. Und für jede Kante, die für jeden Knoten, Entschuldigung, WW, wo Fluss rausfließen soll, legen wir eine entsprechende, wenn Sie so wollen, eine Drainage. Und hier setzen wir als Kapazität minus B von W. Das passt auch wieder. B von W ist kleiner 0, der Balancewert. Minus B von W ist ein korrekte obere Schranke. So, das ist schon die ganze Konstruktion. Jetzt vergessen wir Balancewerte. Die haben wir jetzt verwurstelt in diesen neuen Kanten und deren Kapazitäten. Wir vergessen auch die Kostenfaktoren, denn es geht uns ja jetzt erst einmal in der Initialisierung nur darum, einen zulässigen Fluss zu finden. Noch gar keinen optimalen. Das wird dann durch die negativen Zyklen, durch deren Eliminierung erreicht. Und lassen jetzt eben einen Max-Flow mit diesen Kapazitäten fließen. Innerhalb des Netzwerkes bleiben die ursprünglichen Kapazitäten. So, jetzt können hier, also gehen wir nochmal zurück, hier neue Knoten, die einen Kanten rein, die anderen Kanten rein, maximaler Fluss. So, und jetzt kommt die Entscheidung, ob es überhaupt eine zulässige Lösung gibt, und wenn ja, ist die Behauptung, dass das ein zulässiger Fluss ist, der, wenn wir diese Kanten, die wir eingefügt haben, wieder rausschmeißen und der Rest, dass das dann eine zulässige Lösung ist. Jetzt mache ich erstmal hier noch ein kurzes Foto, wie üblich, damit dieses Bild bewahrt wird in alle Ewigkeit. Oder auch nicht. Also die NSA wird schon für alle Ewigkeit aufbewahren. Aber ob man es da so leicht wieder bekommt, weiß ich nicht. So, was ist jetzt die Behauptung? Wenn die Kanten alle saturiert sind, ob das jetzt nun alle Kanten von S raus sind, hier auf der linken Seite des Bildes, oder alle Kanten nach rechts rein, ist vollkommen egal. Wir haben beim letzten Mal festgestellt, die Gesamtsumme der Balancewerte muss 0 sein, sonst ist die Instanz von vornherein nicht lösbar. Das heißt also, die Summe der positiven BV, hier die Kapazitäten der aus S rausgehenden Kanten, muss gleich die Summe dieser, also im Betrag gleich die Summe dieser negativen Kapazitäten sein. Das heißt, Kanten links aus S raus zeigende saturiert ist äquivalent dazu Kanten rechts nach T rein zeigende Kanten saturiert. Wir können es an einer der beiden Seiten testen. Hier ist es so formuliert, dass wir es eben bei S testen.
Wenn die alle saturiert sind, dann ist die Behauptung, das ist ein zulässiger Fluss. Wenn umgekehrt die wenigstens eine Kante nicht saturiert ist oder natürlich mehr, dann ist die Behauptung, dass dieser Fluss, dass diese Instanz, die ursprüngliche Instanz, keinen zulässigen Fluss erlaubt. So, warum gilt das? Wenn die Kanten alle saturiert sind, dann können wir einfach, dann fließt hier, das ist ja gerade die Intuition gewesen bei dieser Erweiterung, dann fließt hier S von S aus in diesen Knoten V, genau der B von V rein. Im Max Flow ist hier die Flusserhaltung, sagt, dass Summe reinfließend gleich Summe rausfließend ist. Wenn ich jetzt diese reinfließende Kante mit Wert BV rausnehme, bleibt als Differenz zwischen Summe rausgehend und Summe reingehend genau dieser Wert, den ich rausgenommen habe, übrig. Und selbe Argumentation spiegelsymmetrisch bei W, bei dem Knoten, wenn der Knoten negativen Balancewert hat. Ja? Also wenn die neuen Kanten saturiert sind und ich nehme sie weg, dann sind natürlich die Kapazitäten auf den übrig gebliebenen Kanten weiterhin erfüllt. Daran hat sich ja nichts geändert. Und die Balancewerte sind durch diese spezifische Setzung erfüllt. So, jetzt die umgekehrte Richtung. Nicht in dem Sinne, was passiert, wenn die saturierten, wenn eine Kante nicht saturiert ist, sondern wir können die umgekehrte Richtung ja auch so rum formulieren. Wenn es einen zulässigen Fluss gibt, was ist dann? Wenn es einen zulässigen Fluss gibt, dann können wir sozusagen diese Operation andersrum drehen. Wir haben im ursprünglichen Graphen einen zulässigen Fluss. Wir fügen diese Kanten ein, setzen als Flusswert eben b von v bzw. minus b von w auf diese neuen Kanten und erhalten Flusserhaltung an jedem inneren Knoten gleich 0. Summe rausgehend gleich Summe reingehend. Das ist also ein zulässiger Fluss von S nach T. Und da die Kanten aus S raus bzw. die Kanten nach T rein saturiert sind, kann offensichtlich kein besserer zulässiger Fluss mit höherem Flusswert von S nach T sein. Es ist der Max Flow oder ein Max Flow. Das heißt, die Max Flows, die maximalen Flüsse, saturieren die Kanten. Und damit haben wir diese Äquivalenz gesehen. Wir können einfach ablesen an den Saturiertheitsstatus dieser neuen Kanten, ob die Instanz zulässig ist oder nicht. Und wenn ja, dann haben wir einen ersten zulässigen Fluss. So, jetzt machen wir das, was wir gesagt haben. Immer wieder iterativ neue negativen Zyklen finden, Fluss verändern, neuen Zyklen finden, Fluss verändern, bis kein neuer Zyklen mehr gefunden wird. Und die Frage ist, warum gilt das? Warum? Das war jetzt diese zweite Lücke noch. Warum können wir sicher sein, dass wir einen maximalen Fluss erreicht haben, wenn wir keinen negativen Zyklen finden? Also natürlich unter der Voraussetzung, dass unser Algorithmus tatsächlich einen negativen Zyklen findet, wenn einer drin ist. Versteht sich. Also nicht, die Antwort ist nicht, dass unser Algorithmus zu dämlich ist, einen negativen Zyklen zu finden und dass deshalb alles Quark ist, sondern wenn er tatsächlich einen negativen Zyklen findet, sofern einer da ist, warum gilt das dann? Und die Idee ist hier, ich will versuchen, dass Sie sehen eine ganze Menge Formelkram, das wieder ein bisschen zu veranschaulichen. Die Idee ist die Einsicht, wenn ich zwei verschiedene zulässige Flüsse habe. Ja, das heißt, Balancewerte überall gleich. Das bedeutet, an jedem Knoten haben beide Flüsse dieselben Balancewert erfüllt. Summe reingehend minus Summe rausgehend ist für beide Flüsse dasselbe. Ich habe zwei zulässige Flüsse. Dass sich die Differenz aus beiden, wenn ich kantenweise die Differenz herbilde, dass sich die beschreiben lässt als eine Folge, als eine Menge, als eine von Zyklen. Das werden wir gleich sehen. Also Sie brauchen noch nicht kritisch zu gucken. Das müssen Sie noch nicht einsehen. Das werden wir gleich sehen. Aber das ist die Idee. Der Unterschied zwischen irgendwelchen zwei zulässigen Flüssen ist darstellbar als eine Menge von Zyklen. Und wenn jetzt unser zulässiger Fluss, den wir gebastelt haben, wo wir nicht mehr weitergekommen sind, weil wir keinen negativen Zyklen mehr finden, ja, wenn der nicht optimal ist,
Ja? Nehmen wir an, die Abbruchbedingung ist falsch. Nehmen wir mal an, wir kommen nicht mehr weiter, es gibt kein nehmen wir mal an, wir haben keinen optimalen Fluss, obwohl die Abbruchbedingung greift, obwohl es keinen negativen Zyklus mehr gibt. So, dann gibt es aber einen anderen Fluss, der besser ist. Zum Beispiel der kostenoptimale, beziehungsweise da wir minimieren wollen, muss ich die Hände so rumdrehen. Ja, es gibt einen Fluss, der besser ist. Auch hier wieder die Differenz aus beiden ist beschreibbar als eine endliche Menge von Zyklen. Und weil dieser Fluss besser ist als der, den wir gefunden haben, muss darunter auch ein negativer Zyklus sein. Und diesen negativen Zyklus, da kommt noch ein Argument hinein, was wir gleich nochmal genauer sehen werden. Dieser negative Zyklus ist schon vorhanden in unserem Fluss und das ergibt den Widerspruch. So, diese Grundidee, die dröseln wir jetzt auf. Was heißt das? Also zunächst einmal, wenn wir zwei verschiedene Flüsse haben, F1 und F2, im selben Netzwerk, F1 ungleich F2. Das heißt, auf irgendwelchen Kanten unterscheiden sie sich. Nicht notwendig auf allen Kanten, aber auf irgendwelchen Kanten. So, dann nehmen wir uns mal irgend so eine Kante her und ohne Einschränkung sagen wir, das ist die Kante A, F1 von A kleiner F2 von A. Ist egal wie rum. So. Hier an den beiden Endknoten dieser Kante erfüllen beide Flüsse denselben Balancewert jeweils. Also jeweils den Balancewert dieses Endknotens. Summe rausgehend minus Summe reingehend ist für beide Flüsse, da sie zulässig sind, beide derselbe Wert, der Balancewert des Knotens. So, das heißt also, wenn hier beispielsweise bei dem Zielknoten, wenn hier also F1 weniger Fluss reinschickt als F2, dann muss noch irgendwas anderes bei diesem Knoten sein. Auf irgendeiner anderen Kante. Es muss entweder, wenn ich hier eine Kante A' hernehme, muss es sowas sein, dass F1 von A' kleiner F2 von A' ist, oder wenn ich so eine Kante A2' hernehme, muss es sein, F1 von A2' größer F2 von A2'. Eins von beiden muss gelten. Einer von beiden Kanten muss existieren. Es können beide existieren, es können 1000 dieser Art existieren an diesem Knoten. Aber einer dieser beiden Fälle, A' oder A2', muss existieren. Sonst ist es unmöglich, dass beide Flüsse zugleich an diesem Zwischenknoten in der Mitte dieselbe Flusserhaltungsbedingung erfüllen, mit demselben Balancewert. So, dieses Argument kann man dann weiterführen. Ja, ich nehme A' her, da ist vielleicht die nächste Kante in dieser Argumentation so rum, die nächste so, und Sie sehen schon, worauf das führt. Das Argument kann man ad infinitum weiterführen, aber wir haben nur endlich viele Knoten. Und wenn wir nur endlich viele Knoten haben, ist erzwungen, dass sich ein Zyklus schließt. Der muss sich nicht hier bei A schließen. Ja, ich deute das mal hier nur so an. So, der könnte zum Beispiel auch hier an diesem Knoten schließen. Aber irgendwo muss sich ein Zyklus schließen. Nicht unbedingt dort, wo wir begonnen haben mit der Suche. Und das heißt, wir haben in der Differenz aus F1 und F2, dort, wo sich die beiden unterscheiden, haben wir einen Zyklus entdeckt. Jetzt hat sich das hier wieder alles so. Ja, Moment. Warten Sie, ich muss das F1 ungleich F2 mal ein bisschen näher hier ranbringen. Sie kennen das von Familienfotos, nicht? Alle ein bisschen näher zusammenrücken. So. Gut. Jetzt müssen wir ein bisschen weiter argumentieren.
Jetzt können wir zur F1 ein bisschen näher an F2 ranbringen, indem wir entlang dieses Zyklus F1 ein bisschen in Richtung F2 erhöhen. Das heißt, für Kanten, wo F1 kleiner F2 ist, Vorwärtskanten in diesem Zykel, wenn ich dem Zykel die Orientierung gebe, wie wir da entlang gelaufen sind, F1 da entsprechend um ein gewisses Epsilon erhöhen und auf Rückwärtskanten um ein gewisses Epsilon vermindern, um dasselbe Epsilon. Sie kennen das Muster, das haben wir jetzt oft genug gesehen. Und damit kriegen wir einen neuen Fluss aus F1 durch Erhöhung um so ein gewisses Epsilon entlang dieses Zykels, was ein bisschen näher an F2 dran ist. Und wenn wir so stark, wie es immer so ist, wenn wir suterierend diesen Zykel erhöhen, entlang dieses Zykels erhöhen, sodass eine Kante mindestens saturiert ist, dann ist dieser Zykel sozusagen nicht mehr vorhanden in der Differenz und es bedeutet, es gibt eine Kante mehr, mindestens eine Kante mehr, auf denen F1 und F2 identisch sind. Das ist der Punkt, das ist der entscheidende Punkt. Wenn wir saturieren, wenn wir diesen Zykel so viel auf F1 so viel Fluss draufsetzen in Richtung F2, dass mindestens eine Kante saturiert wird, nicht saturiert, das ist das falsche Wort, dass mindestens eine Kante von F1 nach F2, also den Wert von F2 annimmt, mindestens so stark, dann haben wir eine Kante weniger in der Differenz von F1 und F2. Und eins weniger sagt einem, dieses Begriff eins weniger, sagt einem schon, worauf das hinauslaufen soll, nämlich vollständige Induktion. Wir beweisen, dass die Differenz zweier Flüsse in Zykel zerlegbar ist, durch eine vollständige Induktion über die Anzahl der Kanten, auf denen diese beiden Flüsse sich unterscheiden. Und was Sie jetzt hier im Prinzip schon gesehen haben, ist der Induktionsschritt. Also Induktionsanfang, der Fall, dass die Anzahl 0 ist, dass die Anzahl der Kanten, auf denen sich die zwei Flüsse unterscheiden, dass der 0 ist, der ist trivial. Das heißt, die beiden Flüsse unterscheiden sich nicht. Das heißt, der Differenz wird durch eine leere Menge von Zyklen beschrieben. Okay. Induktionsschritt ist das, was Sie jetzt hier gesehen haben. Wenn sie sich tatsächlich auf mindestens einer Kante unterscheiden, dann können wir einen Zykel identifizieren, können darauf F1 ein bisschen näher an F2 ranbringen, haben jetzt eine Situation, wo das modifizierte F1 und das immer noch so vorhandene F2, wie es vorher war, mindestens einer Kante weniger unterscheiden und können dann einfach Induktionsvoraussetzung anwenden und sind fertig. Nach Induktionsvoraussetzung lässt sich die Differenz aus dem modifizierten F1 und der nicht modifizierten F2 durch eine Menge von Zyklen beschreiben und dann nehmen wir diesen Zykel hier eben mit zu dieser Menge dazu und haben eine Beschreibung der Differenz von dem ursprünglichen F1 und dem ursprünglichen F2 durch Zykel. Haben Sie Fragen an dieser Stelle? Gut. Wir sind aber noch nicht ganz fertig, denn wir brauchen bestimmte Zykel, die wir auch kriegen durch diese Konstruktion. Jetzt gehen wir wieder ins WG zurück. Wir haben einen verallgemeinerten Zykel und hier, das ist nur Notation, Epsilon mal Zykel heißt, wir erhöhen den Fluss, ist ein Fluss, wenn wir das addieren, dann heißt es, auf den Vorwärtskanten addieren wir Epsilon drauf, auf den Rückwärtskanten subtrahieren wir Epsilon. Das ist einfach nur eine kurze Schreibweise. Sie kennen das als der linearen Algebra-Vektor-Schreibweise. Es ist so ähnlich. So. Also, wir wollen zeigen, was ich jetzt schon angedeutet habe. Wir haben zwei zulässige Flüsse. Es gibt eine Menge von Flüssen, von Zykeln, C1 bis CK, mit entsprechenden
Veränderungswerten, die jeweils den Fluss, den Zyklus in Anschlag bringen, den Zyklus im Reservoirgrafen kaputt machen, sodass wir die Differenz aus beiden, F2 und F1, schreiben können als, ich nehme mir F1 her, addiere einen Zyklus mit einem gewissen Epsilon-Wert drauf, addiere den zweiten Zyklus mit einem gewissen Epsilon-Wert drauf und so weiter und so fort. Wir brauchen aber jetzt bestimmte Zyklen, nämlich derart, dass wenn ich mir eine Kante hernehme, die zu mehreren Zyklen gehört, hier beschrieben als ein Zykl CI und ein Zykl CJ, konsistent, dass die Zyklen konsistent sind auf dieser Kante, in dem Sinne, entweder sind auf allen enthaltenen Zyklen, ist diese Kante auf allen enthaltenen Zyklen eine Vorwärtskante, oder sie ist auf allen enthaltenen Zyklen eine Rückwärtskante. Eins von beidem. Das ist gegeben, denn das Argument ist ja immer dasselbe. Wir erhöhen den Fluss auf einem von F1 in Richtung F2. Da, wo F1 kleiner F2 ist, da erhöhen wir den Fluss, wenn wir von F1 ausgehen. Und da, wo F1 größer ist als F2 auf den Kanten, vermindern wir den Fluss. Und das machen wir natürlich auf allen Zügen dasselbe. Das heißt also, auf allen Kanten erhöhen wir immer nur oder auf allen Kanten vermindern wir immer nur Fluss. Was ja gleich bedeutend damit ist, auf allen Zyklen ist die Kante vorwärts oder auf allen Zyklen ist die Kante rückwärts. So, das ist ein entscheidender Punkt, diese Konsistenz, weil sie erlaubt uns etwas anzuwenden, was, wenn Sie sich das kurz im Moment vergegenwärtigen, Ihnen sicherlich klar wird, was Sie aus der elementaren Mathematik kennen, nein, nicht ganz elementar, nämlich das Kommutativgesetz. Sie können tatsächlich, wie es hier suggeriert wird, durch das Additionszeichen, wir haben noch nicht gesagt, dass dieses Additionszeichen hier, was wir hier verwenden, irgendwelche Eigenschaften hat, die Sie von der Addition her kennen, von den gewöhnlichen Additionsbegriffen. Aber dank dieser Konsistenz können wir tatsächlich assoziativ, kommutativ mit den Zyklen rumspielen, sodass wir hier die Zyklen in einer beliebigen Reihenfolge umordnen können. Und eben entsprechend beliebig klammern können. Und jetzt kommt die Argumentation wieder mit dem negativen Zykl. Ja? Wir haben bis jetzt erstmal gesehen, das, was hier behauptet wird, wir können die Differenz aus zwei beliebigen Flüssen erst einmal, zulässigen Flüssen, als eine solche dem kommutativ und dem Assoziativgesetz genügende Summation von Zyklen darstellen. So, was habe ich jetzt vorhin gesagt? Wir nehmen uns den Fluss her, wir nehmen uns einen Fluss her, der nicht optimal ist. So. Und wollen zeigen, dass der einen negativen Zykl enthält. Wenn der nicht optimal ist, gibt es einen besseren Fluss mit geringerem Kostenwert. Die Differenz aus beidem zerfällt in Zykl, so wie hier beschrieben im Wiki, hier. Und da dieser Kostenwert von dieser angenommenen Lösung, die wir nicht kennen, die wir nicht in der Hand haben, von der wir nur wissen, dass sie existiert, da dieser Kostenwert besser ist als der Kostenwert von unserer Ausgangslösung, von unserem Ausgangsfluss, muss es mindestens einen negativen Zykl geben. Wenn alle nur nicht negativ sind, kriegen sie es unmöglich hin, wenn sie von diesem Ausgangszykl losgehen, dass sie dann irgendwann zu einem besseren Kostenwert kommen. So, und dank Assoziativ- und Kommutativgesetz können Sie diesen negativen Zykl, egal wo der jetzt in dieser Reihenfolge ist, können Sie ihn umsortieren an den Anfang der Sequenz und können einfach sagen, ich addiere den als erstes auf meinen Ausgangsfluss und habe wieder einen neuen zulässigen Fluss. Das heißt, wenn ich einen Fluss habe, der nicht optimal ist, dann habe ich auch darin einen negativen Zykl. Oder andersrum gesagt, wenn der Algorithmus erst dann aufhört, wenn kein negativer Zykl mehr da ist, dann ist automatisch, dann wissen wir, das Ergebnis ist ein optimaler Fluss. Schön, ne? Gut, und wie Sie sehen, muss das nicht schön sein, das kann man auch hässlich formulieren hier, wenn man
Hier sehen Sie mit dem VI, VI plus 1, diese Argumentation, die ich hier gemacht habe, dass ich ausgehend von irgendeiner Kante, auf der es eine Differenz zwischen beiden Flüssen gibt, dass sich dann irgendwie ein Zyklus schließt. Ich habe mir halt in dem Bild verkniffen, dann die Knoten noch durchzunummerieren. Mit dem Argument, die Knoten sind endlich und so weiter und so fort, haben wir einen ersten Zyklus und können damit dann haben damit dann den Induktionsschritt bewiesen, mit vollständiger Induktion gezeigt, dass das hier oben tatsächlich gilt. So, Komplexität, nicht so toll, aber immerhin. Ergibt sich, denke ich, direkt aus dem Algorithmus, ohne großartige Überlegungen. Deshalb sehen Sie, dass der Beweis sehr klein ist. Wir haben ein All-Pairs-Shortest-Path-Problem zu lösen. Bellman-Ford oder Floyd-Warshall ist hier, die Komplexität ist nicht angegeben, sondern ist einfach nur symbolisch mit T für Time abgekürzt. Wir haben hier den größten Kostenfaktor, die Summe aller möglichen Kostenfaktoren. Sie sehen, oder Sie können erahnen, dass das natürlich eine viel zu schlechte Abschätzung ist, dass wir in der Praxis, wenn wir es nicht gerade darauf anlegen, da ein besonders grausames Beispiel zu basteln, wenn wir ein Beispiel wirklich aus der Realität herbekommen, aus welchem Anwendungskontext auch immer, dass das natürlich viel, viel schneller geht als das, was Sie hier sehen, dass die Abschätzung viel zu schlecht ist, aber im Worst Case eben, Worst Case ist eben Worst Case. So, was haben wir hier? Die Summe der Kostenwerte und maximale obere Schranke, maximale Kapazität. So, den ursprünglichen Fluss, den initialen Fluss zu berechnen, naja, selbst wenn man Ford Volkerson hernimmt, den schlechtestmöglichen Fluss bezüglich Worst-Case-Schranke, sind wir noch in dieser Gesamtlaufzeit drin, kein Problem. Also den Anfang, den Sonsonsanfang, die Initialisierung brauchen wir nicht betrachten. So, das Schlimmste, was passieren kann, dass der ursprüngliche Fluss, wie hohe Kosten kann ein Fluss haben? Naja, wenn alle am oberen Anschlag sind, ganz im Extremfall, dann können das die Kosten sein. Ja? Höher kann es nicht sein, weil mehr Fluss können wir ja gar nicht durch die Kanten schicken, als hier angegeben ist. Ist natürlich eine sehr, sehr schlechte Abschätzung für die meisten Eingabebeispiele. So, was kann der beste Fluss haben? Na, der beste Fluss kann sozusagen nur im Negativen dasselbe haben. Das heißt also, wir können maximal so häufig Iterationen haben. Und was ist das Schlimmste, was man in der Iteration zu machen hat? Na, den All-Pair-Shortest-Path. Und damit ergibt sich sofort die Gesamtlaufzeit, diese asymptotische Komplexität dieses Algorithmus. Nicht schön, aber wenn Sie sich überlegen, aus der freien Wildbahn bekommen Sie häufig Situationen, wo so ein U, wo es sehr grob granular ist, ja, wo Sie nur eine gewisse Anzahl von verschiedenen Kapazitätsstufen haben und nur eine gewisse Anzahl von verschiedenen Kostenstufen, da hält sich dann diese Abschätzung, dieser Wert, diese Formel hier doch in deutlichen Grenzen. Also das ist durchaus für viele, viele Anwendungen, auch wenn es erstmal grausam aussieht im Worst Case, selbst im Worst Case ein realistischer Algorithmus und erst recht natürlich dann wenn man im realen Fall davon ausgehen kann, dass dieser Worst Case vermutlich nie auch nur annähernd erreicht wird. So, das ist der erste algorithmische Ansatz von Minkowski-Flow. Haben Sie dazu noch konkret Fragen? Bitte? Das ist jetzt eine abstrakte Sicht. Wir haben zwei Flüsse. Wir haben sie nicht in der Hand. Möglicherweise haben wir beide nicht in der Hand. Wir wissen aber, dass es diese Zyklen geben muss, die wir auch nicht in der Hand haben. Wir wissen nur ganz allgemein, so wie in der Mathematik, gegeben sei das und das, dann gilt das und das. Ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage damit beantworten konnte. Also,
wie der Vorgang aussieht, wie wir von einem optimalen, nein, nicht vom optimalen, nein, von irgendeinem Fluss zum optimalen Vorgang. Nee, hier dieser, die Iteration. Sukzessive, so oft wie man einen negativen Zyklus findet, nimm einen her, verändere den Fluss drauf und fang wieder an, nimm einen her, verändere den Fluss drauf, bis keiner mehr zu finden ist. Die Argumentation ist sozusagen entkoppelt von dem Algorithmus, in dem Sinne, dass wir uns abstrakt vorstellen, was überhaupt mit zwei Flüssen, mit irgendwelchen zwei Flüssen passiert. Weitere Fragen hier? Gut, wenn das nicht der Fall ist, möchte ich zum zweiten Ansatz bei Minkowski Flow kommen. Nennt sich Successive aufeinanderfolgende Shortest Path. Wieder so ähnlich wie bei Max Flow, diese Art Dualität. Wir hatten eben einen ersten Ansatz gesehen, bei dem Invariante war, dass der Fluss zulässig ist. Und wir haben ihn Stück für Stück in Richtung Optimalität getrieben. Jetzt, so ähnlich wie Sie es bei Max Flow auch gesehen haben, beginnen wir mit einem Fluss, der optimal ist, aber nicht zulässig. Ja, Sie erinnern sich an Pre-Flow-Push bei Max Flow, da hatten wir dieselbe Situation. Hatten wir auch die Frage, was bedeutet es, dass ein Fluss optimal ist, aber nicht zulässig? Bedeutet bei Pre-Flow-Push, wir haben ja ein Optimalitätskriterium, nämlich dass es einen saturierten Schnitt gibt, dass es keinen augmentierenden Pfad gibt und diese Eigenschaft ist als Invariante erfüllt. Das war bei Pre-Flow-Push. Jetzt hier, was bedeutet es, dass ein Fluss zwar nicht zulässig ist, aber optimal? Nicht zulässig bedeutet hier ganz konkret, dass die Balancewerte nicht eingehalten werden. Genau wie bei Pre-Flow-Push, die Balancewerte werden nicht eingehalten. Die Kapazitätswerte werden schon eingehalten und für Optimalität haben wir gerade eben ein Kriterium erarbeitet. Nämlich, es gibt keinen negativen Zyklus. Genau das ist die Eigenschaft als Invariante, die dieser Algorithmus als Invariante beibehält. Der Fluss ist zwar nicht zulässig bezüglich der Balancen, die Balancen werden nicht eingehalten bis ganz zum Ende, dann natürlich schon, aber es gibt im ganzen Lauf keine negativen Zyklen. So, wie fangen wir denn hier mal an? Hier ist jetzt plötzlich der Anfang ganz einfach. Wir fangen wieder, wie Sie es vom Max Flow gekannt haben, mit dem Nullfluss an. Ja? Die Kapazitäten sind eingehalten, nur die Balancewerte sind nicht eingehalten. Okay, kein Problem. Und es gibt keine negativen Zyklen. Der Nullfluss enthält keine negativen Zyklen, denn wir hatten beim letzten Mal OBDA gesagt, Kostenfaktoren sind nicht negativ. Wenn es negative Kostenfaktoren gäbe, könnte es natürlich auch negative Zyklen im Nullfluss geben. Aber wenn die Kostenfaktoren nicht negativ sind, dann ist das also erfüllt. So, was müssen wir jetzt tun, um schrittweise jetzt diesen Fluss zulässig zu machen? Naja, die Balancewerte sind nicht erfüllt. Wir können auch genau angeben, bis zu welchem Grad die Balancewerte nicht erfüllt sind. Nämlich für jeden Knoten mit Balancewert größer 0 ist genau dieser Balancewert nicht erfüllt. Und für jeden Knoten mit Balancewert kleiner 0 ist genau das Negative nicht das, was fehlt. Und was wir einfach machen, ist das Naheliegende. Kleinen Moment, ich muss ein bisschen befeuchten. So, was wir machen, ist das Naheliegende, nämlich einfach Fluss rüberzuschicken von über einen Pfad von einem Knoten, wo noch zu wenig rausfließt, zu einem Knoten, wo noch zu wenig reinfließt. So, wir haben jetzt hier einen Knoten V mit BV größer 0 und wir haben jetzt irgendwo anders einen Knoten W mit BW kleiner 0. Und es fließt noch zu wenig aus V raus, es fließt noch zu wenig nach W rein. Das ist genau die Situation, mit der wir anfangen. Und das wird auch die Invariante oder eine weitere Invariante sein, dass wir bei jedem Knoten mit positiver Balance, dass da noch
zu wenig rausfließt. Also wir übertreiben es nicht. Wir sorgen dafür, dass nie aus einem Knoten, wo was rausfließen soll, plötzlich mal zu viel rausfließt, sondern immer nur zu wenig, bis es am Ende genau passt. Und bei einem Knoten wie W, wo was rausfließen soll, wo eigentlich aus dem Netzwerkfluss abgegriffen wird, da wird es genauso spiegelsymmetrisch die Invariante sein, dass der Fluss, der reinfließt, immer noch zu wenig ist. So, und dann können wir einfach einen Pfad ziehen von V nach W, wie üblich eben einen Pfad im Residualgraphen, beziehungsweise eben einen flusserhöhenden Pfad, und dann Fluss erhöhen. Aufpassen, dass nicht die Kapazitäten überschritten werden, das heißt also den Flusswert entlang dieses Pfades nur um so viel erhöhen, dass höchstens Kanten an den Anschlag kommen, aber nicht über den Anschlag hinaus, aber auch noch darauf zu achten, natürlich bei V nicht so viel Fluss mehr rausfließen lassen, dass plötzlich zu viel rausfließt, dass aus einer Mangelsituation, das fließt zu wenig aus V raus, plötzlich eine Überschusssituation wird, es fließt zu viel aus V raus, und spiegelsymmetrisch bei W nur so viel rausfließen lassen, dass wenn die Kapazitäten entlang des Pfades keine Flaschenhals sind, dass dann eben gerade so viel Fluss fließt, dass einer von den beiden Balancen jetzt stimmt. Entweder die bei V oder die bei W. Dass keine von den beiden Balancen hinterher stimmt, würde der Fall tritt halt ein, wenn hier irgendwo ein Flaschenhals ist, irgendeine Kapazität, residuale Kapazität, die das verhindert. So, das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Denn wir haben ja noch als Invariante, dass der Fluss, wenn er vorher optimal war, dass er hinterher auch optimal sein muss. Sprich, wenn vorher keine negativen Zügel drin waren, dass hinterher auch keine negativen Zügel drin sind. So, ich mache aber jetzt erstmal noch das obligatorische Foto. So. Und was machen wir da? Der erste Tipp ist natürlich, oder ist in diesem Fall der richtige, nämlich wir nehmen kürzeste Pfade. Kürzeste Pfade bezüglich Kosten als Längen. Vorwärtskosten wieder positiv genommen, rückwärts kann die Kosten wieder negativ genommen. Das nehmen wir als Pfadlänge und suchen uns einen Pfad von irgendeinem Knoten V zu irgendeinem Knoten W, sofern es da überhaupt Pfade gibt. Von V nach W muss ja nicht sein, dass es von jedem V zu jedem W einen Pfad gibt, aber von irgendeinem, wenn die Instanz lösbar ist, muss es ja wohl von irgendeinem V zu irgendeinem dieser Ws einen Pfad geben, auf dem man den Fluss verändern kann. Bitte? Wir wissen nicht, ob es lösbar ist, aber wenn wir grundsätzlich von keinem V zu keinem W einen Pfad finden können, auf dem wir den Fluss noch entsprechend verändern können, um die Balance ein bisschen mehr zu erreichen, dann ist ja offensichtlich, dass da irgendwo ein Schnitt ist, der verhindert, dass wir die Balancen alle erfüllen können. Dann ist es unlösbar. Ja, also das ist leider so, dass man unter Umständen erst ganz zum Schluss merkt, dass die Instanz unlösbar ist. Gut, also wir nehmen kürzeste Pfade. Und die Behauptung ist, wenn wir immer einen kürzesten Pfad hernehmen, dass wir dann diese Optimalitätseigenschaft, es gibt keine negativen Zügel, durchhalten. Und das will ich Ihnen am einfachsten Beispiel skizzieren, warum das so ist. Also vielleicht nochmal erstmal hier ganz kurz, dass wir das im Wiki nochmal nachholen. Wir suchen einen Knoten, wozu wenig rausfließt, und ein Knoten, wo noch zu viel rausfließt, oder andersrum gesagt, wo zu wenig reinfließt. Kann sein, dass ich jetzt das beim Anzeigen mit der Mauszeiger verkehrt rum gesagt habe. Hier oben ist die Definition. Die Imbalance,
Die Abweichung von der Balance ist gerade das, was momentan raus minus reinfließt von dem Sollwert. Der Istwert von raus minus rein minus dem Sollwert von raus minus rein, der Balance. So, wir suchen uns also zwei solche Knoten. Die sind jetzt, hatte ich jetzt an der Tafel V und W genannt. Hier sind sie S und T. Wir nehmen einen kürzesten ST-Pfad. Haben wir eben mündlich geklärt. Wenn wir keinen Pfad mehr finden, Moment, das ist so, das muss ich noch nachbessern. Das ist so, wie es hier steht, inkorrekt. Korrekt ist, wenn es für keine Auswahl von S und T einen solchen Pfad mehr gibt, überhaupt einen Pfad mehr gibt, dann können wir den Algorithmus terminieren. Das muss ich nochmal nachbessern, das ist etwas verkürzt formuliert. Sorry. So, ansonsten erhöhen wir den Fluss, wie eben gesagt, so, dass die Imbalanzen nicht, also dass wir nicht plötzlich überschießen, dass wir gerade so eben die Imbalanz von einem der beiden auf Null setzen, aber nicht plötzlich in die andere Richtung. Und natürlich die Residualkapazitäten der einzelnen Kanten auf dem Pfad, damit wir eben auch bei keiner Kapazität plötzlich über das Ziel hinausschießen. So. Hier diese kleine Bemerkung, die weiterführend ist, weil wir gleich noch eine Variante dieses Algorithmus sehen werden. Wir können hier negative Kostenwerte haben, weil wir Kanten in Rückwärtsrichtung haben im Residualnetzwerk. Das heißt, wir brauchen einen Algorithmus, der mit negativen Kantenlängen klarkommt. Das heißt insbesondere der schnelle Dijkstra, den können wir erstmal nicht anwenden. Wir werden gleich im Anschluss eine Variation dieses Algorithmus sehen, bei denen wir den schnellen Dijkstra doch anwenden können. So, ich will Ihnen versuchen, den Beweis anhand des einfachstmöglichen Falles erst einmal zu veranschaulichen. Das da oben vielleicht auch weg. Das verwirrt nur. So. Was kann passieren? Also, die Behauptung ist, die wir beweisen wollen, ist, wenn wir entlang eines solchen kürzesten Pfades den Fluss erhöhen, wenn es vorher keinen negativen Zyklus gab, dass es hinterher auch keinen gibt. Das ist das, was wir beweisen wollen, dass die Invariante tatsächlich erhalten bleibt. Weil dann wird diese Invariante auch ganz am Ende gelten, wenn der Fluss zulässig geworden ist. Und zulässig plus Invariante, es gibt keinen negativen Zyklus, ergibt optimalen Fluss. So, was kann denn passieren, dass ein negativer Zyklus entsteht? Also jetzt nehme ich die Notation vom Wiki S und T. So. Na, dieser negative Zyklus, der erst entsteht, der muss ja was zu tun haben mit diesem Pfad. Ja, wenn er ganz weit weg von diesem Pfad wäre, völlig disjunkt, dann kann er nicht entstehen. Ja, was soll hier irgendwo ganz woanders, wie soll da ein negativer Zyklus entstehen, wenn ich hier den Fluss auf diesem Pfad erhöhe? Muss irgendwas zu tun haben mit diesem Pfad. Was heißt das zu tun haben? Muss mindestens eine Kante gemeinsam haben. Irgendwo. So, vielleicht auch mehr. Nehmen wir mal an, eine Kante, das ist jetzt einfacher zu zeichnen. Kommt nur aufs Prinzip an. So, es gibt jetzt was wir beweisen wollen, ist, wenn wir jetzt plötzlich einen Zyklus kreieren im Residualgraphen, dass der nicht negative Kosten hat. So, wie beweisen wir das? Nehmen wir mal an, der hätte negative Kosten. Wie sieht denn dieser Zyklus erstmal aus? Machen wir es erstmal klar. Wie rum ist denn dieser Zyklus? Dieser Zyklus muss so herum orientiert sein, weil er ist erst entstanden. Wie kann er entstanden sein? Er kann nur dadurch entstanden sein, dass auf dieser Kante hier, die er mit diesem Pfad gemeinsam hat, wo der Fluss sich verändert hat, dass auf dieser Kante plötzlich, ich wähle jetzt mal einfach eine Richtung.
dass auf dieser Kante der Fluss von 0, wenn das eine Vorwärtskante ist, analog eben Rückwärtskante, dass der Fluss von 0 auf größer 0 gegangen ist. Weil dann kann auf diese Art, erst so kann eine neue Kante im Residualgraphen entstanden sein, nämlich die Rückwärtskante, die dann diesen Zügel schließt. So, ich nehme es einfach nur als Beispiel her, der allereinfachste Fall, dass das jetzt alles Vorwärtskanten sind. Ja, wenn es Rückwärtskanten im Residualgraphen sind, es ja auch alles Vorwärtskanten. So. Und dann sehen Sie schon das Argument. Also, wenn sich hier ein Zügel schließt und der ist negativ, ja, ich nehme jetzt nur stellvertretend für alle Möglichkeiten, wie die Kanten orientiert sind, den Fall, dass im ursprünglichen Graphen diese untere gemeinsame Kante nach rechts orientiert ist und die anderen eben in dieser Richtung. Sie können das Argument beliebig dann auf andere Orientierungen der Kanten erweitern, es ändert sich nichts. Und im Residualgraphen ist eh alles vorwärts. Aber das macht das Argument jetzt einfacher einzusehen, nämlich, wenn dieser Zügel negativ wäre, dann hieße das, die Summe der Kantengewichte auf diesem Zügel hier oben herum wäre kleiner als dieses Kantengewicht hier. Nur so kann der Zügel negativ werden. Und wenn diese Summe der Kantengewichte hier oben rum kleiner ist als dieses Kantengewicht hier, dann wäre das hier von S bis hierher, V, obenrum nach W und T ein kürzerer Pfad gewesen. Widerspruch. Ja, die Annahme, dass dieser Zügel negativ ist, führt dazu, dass wir unmöglich den kürzesten Pfad genommen haben können. Denn aus diesem negativen Zügel, den wir natürlich wie immer jetzt auch nicht in der Hand haben, den wir uns nur vorstellen, aus diesem negativen Zügel könnten wir einen kürzeren Pfad von S nach T basteln, als er hier tatsächlich, als wir diesen Pfad tatsächlich gewählt haben. Das ist sozusagen der einfachstmögliche Fall, wie das Ganze aussehen kann, dass ein negativer Zügel entsteht, dadurch, dass wir flussentlang eines Pfades erhöhen. Eine Kante haben die beiden gemeinsam, einfachstmöglicher Fall. Und damit es möglichst illustrativ ist, habe ich die Orientierung entsprechend schon suggestiv gewählt. So, ganz so einfach ist es in der Realität natürlich nicht unbedingt. Das kann beliebig wild aussehen. Das Zusammenspiel zwischen diesem Pfad, habe ich das fotografiert? Nee, nicht? Sollte ich noch. So. Das Zusammenspiel kann jetzt beliebig kompliziert aussehen. Ich skizziere das mal. Dann merke ich, wir haben hier farbige Kreide, ist ja prima. Also, das ist weiterhin der Pfad, auf dem wir den Fluss erhöhen. Den zeichne ich jetzt mal ganz schnurgerade ein. Und jetzt zeichne ich den Zügel, was nehmen wir denn da, vielleicht gelb. Ich mache dieses Bild, was wir jetzt eben gesehen haben, mal einfach ein bisschen komplizierter. So, also Sie ahnen schon, was ich meine, dass das komplizierter wird. Ja, so könnte es ja auch aussehen. Es muss ja nicht so schön einfach sein, wie wir das eben auf dem letzten Bild gesehen haben. Es könnte so wunderbar kompliziert aussehen. Da mache ich jetzt auch gleich das Foto, damit wir es gar nicht erst vergessen. Na? Okay.
So, aber die Logik ist dieselbe, wir müssen bloß ein bisschen mehr rumfiddeln. Und diese Rumfiddelei, die finden Sie im Wiki hier. Da gehen wir jetzt mal ein bisschen dann den Beweis durch, denn der Beweis geht nicht auf den einfachen Fall ein, wie ich ihn hier skizziert habe, der ist zum Verständnis hoffentlich gut geeignet, sondern auf den komplizierten Fall, wie ich ihn hier beispielhaft im letzten Bild skizziert habe. So. Die Variante, gut, es besagt, dass man immer mehr in Richtung Zulässigkeit kommen, dass wir immer mehr in Richtung Einhaltung der Balancen kommen. Das ist sicherlich offensichtlich. Was wir jetzt brauchen, ist genau dieser Punkt zum Beweis. Alles andere ist offensichtlich. Was wir brauchen, ist, dass sich tatsächlich kein negativer Zyklus gebildet hat. So, wir gehen davon aus, nach Induktionsvoraussetzung, wir haben ja immer eine vollständige Induktion hierbei, wir gehen davon aus, dass es vorher keine negativen Zyklen gab. Das heißt, jeder negative Zyklus, den es hinterher gibt, muss durch diese Flusserhöhung entlang von diesem Pfad P entstanden sein. Und jetzt sehen Sie, dass wir uns hier einen abbrechen müssen, um diesen allgemeinen Fall unter Kontrolle zu bringen. Ja, unter Kontrolle bringen ist gut. Das sind die, da stimmt noch was nicht ganz mit der Notation. Das muss ich ihm nachträglich noch ändern. Was ist die? Das sind die inklusionsmaximalen Subpfade des Zyklus. Also das, was ich gelb gezeichnet habe, so dass die inneren Knoten nicht zum Pfad gehören. Was meine ich damit? Damit meine ich diese halbrunden Bögen in diesem letzten Bild. Ja, das sind die Subpfade, von denen hier die Rede ist. Und die Idee lässt sich wieder an diesem Bild veranschaulichen. Wird halt ein bisschen kompliziert, wenn man das Ganze dann in Formeln packt, hier, wie Sie es hier unten sehen. Und zwar folgendes. Wir haben natürlich eine gewisse Orientierung dieses Zyklus. Die zeichne ich mal noch ein. So. Und da sehen Sie schon, da stimmt was nicht. Das habe ich falsch gezeichnet. So muss es sein. So. Ist es richtig jetzt? Ja, jetzt ist es richtig. So. So muss die Orientierung sein. So ist es in sich konsistent orientiert. Gut, dann werde ich das Bild von eben mal ersetzen durch dieses Bild, ich hätte besser gleich die Orientierung einzeichnen sollen. Hier hatte ich mich mit der Orientierung ein bisschen vertan. Da hätte ich jetzt von hier kommend vorwärts entlang des Pfades gehen müssen. Geht auch. Ja, natürlich. Warum? Ich bin doch blöd. Geht natürlich auch. Also der Fehler, den ich da gemacht habe, ist eigentlich kein Fehler, sondern nochmal ein anderer Fall, der natürlich auch passieren kann. Also ich brauche da nichts zu ändern in dem alten Bild. So, jetzt rekonstruieren. Wie sah das aus? So. 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 Der Zyklus kann natürlich auch Kanten, das habe ich jetzt sogar hier ja auch schon mal gehabt, kann natürlich Kanten auch in Vorwärtsrichtung enthalten. Die werden ja nicht unbedingt saturiert durch die Erhöhung von S nach T entlang des weißen Pfades, sodass sie damit nicht diese Kanten nicht unbedingt am oberen Anschlag sein müssen. So. Was wir machen, die Logik ist jetzt folgende. Es gibt jetzt um diese Bögen geht es hier. Es gibt jetzt Bögen vom ersten Typ und vom zweiten Typ, sehen Sie hier. Vom ersten Typ, jetzt darf ich nichts falsch rumsehen. Ja, der erste Typ sind die vorwärts gehen. Das ist hier Typ 1 eines Bogens, geht vorwärts von S nach T entlang des Pfades. Und das hier, der hier geht rückwärts, das ist Typ 2.
im Beweis hier. Diese zwei verschiedenen Fälle sind das Typ 1 und Typ 2. So, und die Argumentation ist jetzt einfach die, für Bögen, die vorwärts gehen, hier für den ersten Fall, für Bögen, die vorwärts gehen, ist dieser Pfad hier oben mindestens so lang wie der untere, das entsprechende Segment auf dem weißen Pfad, weil wir ja wieder Argumentation, weil der weiße Pfad ein kürzester ist. Das heißt, ich kann diese Bögen, die vorwärts gehen, einfach ersetzen durch das entsprechende Segment. Hier, ja, ich ersetze auf dem gelben Pfad, ich zeichne das jetzt nicht mehr ein, aber ich sollte trotzdem das Foto machen. So. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, das einzuzeichnen. Ja, können Sie sich Folgendes vorstellen? Nehmen wir an, das sind so Gummibänder hier, ja? Ich nehme mir hier diesen Bogen, der vorwärts geht auf dem Pfad von S nach T, von einem früheren Knoten zu einem späteren Knoten, der nach rechts zeigt, also so ein Bogen. Ich nehme mir den her und ersetze ihn durch das entsprechende Segment des weißen Pfades von vorher nach hinterher. Das mache ich mit jedem, der vorwärts geht. Und kann damit zunächst einmal nur die Länge dieses Zyklus, die Gesamtsumme der Kosten verringert haben, nach dem Argument, dass der weiße der kürzeste ist. Das heißt, jeder solche Bogen, der vorwärts geht, ist mindestens so lang wie das entsprechende Segment des weißen Pfades. So, also wenn ich jetzt die alle hier ersetze, also Sie sehen, es wird ein hochgradig nicht simpler Zyklus mehr, ja, wo laufend Kanten in Vorwärts-Rückwärts-Richtung durchlaufen werden, aber das macht ja nichts. Wenn ich die alle ersetze, dann kann die Gesamtlänge des gelben Zyklus nur noch verringert werden. So, dann bleiben noch die anderen Typ 2 übrig, die rückwärts gehen. Und hier gilt wieder die Argumentation. Was gilt da für eine Argumentation? Genau, hier für die Typ 2 Bögen gilt die Argumentation, die Kanten auf dem Bogen in Richtung des Zyklus sind natürlich, die haben sich ja nicht geändert in ihrem Flusswert. Wenn die jetzt hinterher augmentierend sind, waren sie vorher auch augmentierend. Ja? Alle diese Kanten auf einem dieser Bögen, auf einem dieser Halbrunde hier, egal ob vorwärts oder rückwärts, alle diese Kanten waren vorher augmentierend, hat sich nichts geändert, sind hinterher augmentierend, sonst wären sie nicht auf diesem augmentierenden Zügel drauf, waren also vorher augmentierend. So, dieser Bogen Typ 2 war vorher augmentierend. Umgekehrt, das entsprechende Segment zwischen den beiden Endknoten vorwärts von S nach T auf dem weißen Pfad war vorher augmentierend. Denn sonst hätten wir nicht entlang dieses weißen Pfades augmentieren können. Das heißt also, dieser Zügel, der sich bildet aus so einem Typ 2 Knoten und dem Rückwärtsweg entlang des weißen Pfades, war vor der Iteration augmentierend. Hinterher vielleicht nicht mehr, weil wir hier auf dem weißen Pfad vielleicht Kanten saturiert haben. Aber vorher war es augmentierend. Der weiße Pfad, dieses Segment war augmentierend und der Bogen hier unten, Typ 2, war auch augmentierend. Und nach Induktionsvoraussetzung war das kein negativer Zykel. Hier kommt jetzt die Induktionsvoraussetzung rein, dass das kein negativer Zykel war. Und das bedeutet, wenn ich jetzt diesen Bogen
Wenn ich jetzt diesen Bogen ebenfalls ersetze durch das entsprechende Segment in derselben Richtung rückwärts von t nach s zurück, das ist hier nochmal in Formeln beschrieben, hier unten, dass das Vorwärtssegment, wenn ich das jetzt rückwärts betrachte, dann drehen sich natürlich alle Kosten um. Dann sind die Kosten negiert. Wenn ich jetzt jedes Rückwärtssegment ersetze durch jeden Rückwärtsbogen von Typ 2 ersetze durch das entsprechende Segment rückwärts von t nach s auf dem weißen Pfad, dann kann ich auch hier wieder nur eine Verkleinerung erzielt haben. Das ist die Argumentation hier ganz unten mit den genauen Kostenwerten der einzelnen Pfade. So. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe zuerst alle Typ 1-Bögen ersetzt, sozusagen hier runtergedrückt auf das Segment. Ich habe jetzt außerdem alle Typ 2-Bögen entsprechend ersetzt durch das entsprechende Segment des weißen Pfades. Typ 1-Bögen durch ein Segment in Vorwärtsrichtung des weißen Pfades, Typ 2-Bögen entsprechend durch ein Segment in Rückwärtsrichtung. Und was ich jetzt erreicht habe damit ist, das können Sie sich, wenn Sie es nicht sofort sehen, im stillen Kämmerlein gerne mal überlegen. Was ich jetzt erreicht habe, ist, dass dieser gelbe Zügel, wenn ich alle Bögen durch die entsprechenden Segmente vorwärts und rückwärts ersetze, dass dieser Zügel zwischen links und rechts, dem linkesten Ende auf dem weißen Pfad und dem rechten Ende des Zügels auf dem weißen Pfad, jede einzelne Kante genauso oft vorwärts wie rückwärts durchlaufe. Ja, also ein hochgradig nicht einfacher Zügel, der dadurch, dass ich ihn eingedampft habe auf den weißen Pfad, immer nur hin und her läuft, immer nur Segmente des weißen Pfades hin und her durchläuft. Und automatisch, Sie können es gar nicht verhindern, kann es nur das Ergebnis sein, dass jede Kante genauso häufig vorwärts wie rückwärts durchlaufen wird. Und was bedeutet es, dass ein Zügel jede Kante genauso häufig vorwärts wie rückwärts durchläuft? Das bedeutet, die Gesamtsumme der Kosten dieses Zügels ist null. Weil Sie bei jedem Durchlauf in eine Richtung kriegen Sie positiv den Kostenfaktor rein, in die andere Richtung kriegen Sie denselben Kostenfaktor negativ rein. So, wir haben aber gesagt, wenn Sie so einen Bogen ersetzen, egal ob Typ 1 oder Typ 2, wenn Sie den ersetzen durch das Segment des weißen Pfades, dass Sie damit nur die Kosten reduzieren können, nicht erhöhen können. So, Sie reduzieren, reduzieren, reduzieren die Kosten und kommen am Ende zu einem merkwürdigen, aber doch eigentlich einfachen Gebilde mit Gesamtkosten 0. Das bedeutet, der ursprüngliche Zügel, so wie Sie hier im Bild sehen, der sich durch Reduktion der Kosten auf 0 runterziehen lässt, muss nicht negative Kosten gehabt haben. Das ist die Argumentation. Krass, oder? Aber ich denke doch sehr anschaulich. Die Argumentation, Sie müssen sich nur eben vorstellen, dass Sie hier dieses Bild hernehmen, die Bögen alle durch die Segmente ersetzen und sich überlegen, was das für Konsequenzen hat, jeweils für die Kosten. Das Gesamtkosten entlang dieses Zügels und was es für Konsequenzen hat, dann hinterher, wie dann das Ergebnis aussieht. Das ist so ein gelber Zügel. So ein Zügel kann existieren, aber er ist nicht negativ. Das haben wir gerade bewiesen. Naja, wie der zustande kommt. Naja, die Bögen, die waren alle schon in der Richtung des Zügels augmentierend vor der Iteration. Es kann doch sein, dass das alles Vorwärtskanten sind, auf denen Fluss 0 bisher war. Zum Beispiel, ein einfacher Fall. Alle Kanten, die nicht auf dem weißen Pfad sind, können zum Beispiel wären ganz zu Anfang, in der allerersten Iteration, vor der allerersten Iteration, wären die alle 0. Und wenn das alles Vorwärtskanten sind, dann sind die alle flusserhöhend, augmentierend. Da kann man Fluss erhöhen. Warum soll so ein Zügel nicht existieren können?
Später sieht es natürlich anders aus. Da könnten auch Rückwärtskanten auf dem gelben Zügel sein, auf denen schon Fluss ist, sodass sie also in Rückwärtsrichtung augmentierend sind. Ist Ihre Frage beantwortet? Okay. Weitere Fragen hier? Bitte? Okay, eine wichtige Frage, die, wie Sie sich denken können, jedes Jahr kommt. Wie detailreich müssen Sie den Algorithmus reproduzieren können oder was immer Sie jetzt als Verb verwendet haben, weiß, habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Ich habe auch in den letzten Jahren immer dasselbe gesagt. Wenn mir jemand die Idee skizzieren kann, zum Beispiel so, wie ich es an der Tafel jetzt gemacht habe und mir tatsächlich damit beweisen kann, dass er es verstanden hat, ist es gut. Manchmal, selten, gibt es auch Leute, meistens aus mathematischen Studiengängen, die stattdessen lieber tatsächlich die auf der Formelebene hier rumhantieren. Das ist genauso gut. Wenn Sie noch einen dritten Weg finden, der mich überzeugt, das ist natürlich wichtig, wenn Sie noch einen dritten Weg finden, der mich überzeugt, ist es genauso gut, ja? Wenn Sie mir zeigen können, Sie haben es verstanden und Sie könnten es, wenn es nicht gerade eine Prüfungssituation wäre, könnten Sie es tatsächlich irgendwie dann auf vernünftige Art und Weise in Formeln packen, dann ist das schon die 1-0, wenn Sie das überall können. Oder sagen wir mal die 1-3, weil für eine 1-0 würde ich eine absolut souveräne Leistung erwarten, die ja damit noch nicht enthalten ist. Habe ich Ihre Frage beantwortet? Okay. Weitere Fragen hier? Gut, dann möchte ich zum Abschluss des heutigen Tages auf die Variante kommen, von der ich gerade gesprochen habe. Warten Sie mal, hier gibt es noch Komplexität. Ach so, hier die Komplexität. Hier gehen natürlich die Balancewerte ein. Genau gesagt, die Summe der Balancewerte. Das Schlimmste, was Ihnen passieren kann, ist, dass Sie in jeder Iteration nur die Summe der Balancewerte um 1 oder genau gesagt um 2 Einheiten einmal auf der positiven Seite, einmal auf der negativen Seite verbessern. Das heißt also, dass sie schrittweise bis dahin hangeln, dass alle Balancewerte erfüllt sind und das wären dann O von B viele Iterationen im schlimmsten Fall. Bitte? Okay, dass da keine Verbindung zwischen existiert. Ich muss es noch ein kleines bisschen revidieren. Was ich außer Acht gelassen habe, ist, der typische Ansatz ist der, dass man nicht von S aus zu einem, Best also dass man S zwar auswählt, aber nicht zu einem bestimmten T, sondern zu allen möglichen T gleichzeitig. Kürzeste Pfade. Können Sie ja mit Dijkstra oder mit Olbersche oder Sparse machen. Und wenn Sie dann nichts finden, dann ist Schicht. Also das muss ich nur kurz ändern. Der Algorithmus geht in der Standardvariante, wie Sie es in Lehrbüchern finden, ein bisschen anders, als es hier formuliert ist, nicht von einem S zu einem T, sondern er versucht, alle T gleichzeitig zu entdecken. Gut, noch weitere Fragen? Gut, die Variante mit reduzierten Kosten. Reduziert ist vielleicht etwas irreführend, der Begriff. Ich weiß nicht, wie er zustande gekommen ist. Genau gesagt geht es um Kostenwerte, die garantiert nicht negativ sind. Hier greifen wir nochmal eine Idee auf, die ganz zu Anfang bei kürzesten Pfaden schon mal vorkamen mit den reduzierten Kosten. Nämlich wir haben Knotenpotenziale, so werden die typischerweise genannt. Hier, die nennen wir Pi für Potential. Und wir rechnen gar nicht auf den eigentlichen Kostenwerten als Längen. Ja, wir nehmen die Kostenfaktoren ja als Längen hier, wenn wir kürzeste Wege berechnen. Wir nehmen nicht die, sondern wir nehmen Kostenfaktor der Kante minus Knotenpotenzial des Startknotens plus Knotenpotenzial des Zielknotens. Sollte Ihnen bekannt vorkommen, diese Formel, hatten wir ganz am Anfang als eine Beschleunigungstechnik für kürzeste Pfade, Algorithmus insbesondere Dijkstra gehabt.
um dafür zu sorgen, dass die Suche schneller in Richtung T geht von S aus. Nicht in alle Richtungen, vielleicht ändern sie sich nicht in alle Richtungen gleichzeitig, sondern so ellipsenförmig schneller in Richtung T, weil wir damit die Kanten, die in Richtung T gingen, verkürzt haben und die Kanten, die weg von T gingen, verlängert haben. Falls Sie sich da jetzt nicht mehr dran erinnern, ist ja auch schon eine Weile her, macht nichts, Hauptsache Sie erinnern sich zur Prüfung dran. So, und zwar jetzt eine Besonderheit, die wir auch damals fordern mussten, weil wir Dijkstra anwenden wollten, genau aus demselben Grund, weil wir Dijkstra anwenden wollen, fordern wir dasselbe, dass diese reduzierten Kosten, indiziert mit den Knotenpotenzialen, dass diese reduzierten Kosten nicht negativ sind. Auf denen rechnen wir anstelle der ursprünglichen Kosten. Das ist der Gedanke. Wenn wir das hinkriegen, wenn das stimmt, dass wir auf denen rechnen können, ja, wenn wir damit keinen Fehler machen und die Kosten werden nicht negativ, dann können wir den Algorithmus von Dijkstra anwenden und sind wahnsinnig viel schneller als vorher, wo wir negative Kostenfaktoren betrachten, mit berücksichtigen mussten und dementsprechend sowas wie Bellman-Ford oder Floyd-Warshall verwenden mussten. So, wie geht das jetzt los? Wir fangen an mit dem mit dem Nullfluss, wie eben. Ja, es ist nur eine Variante von dem Algorithmus, den wir eben hatten, wo wir schrittweise in jeder Iteration einen kürzesten Pfad finden und darauf Fluss erhöhen. Und wir fangen mit dem, jedes Knotenpotenzial hat Wert 0 und stellen erstmal fest, wenn wir von vornherein, wir gehen ja ohne Einschränkung davon aus, das haben wir beim letzten Mal gesehen, dass das möglich ist, ohne Einschränkung gehen wir davon aus, dass die ursprünglichen Kostenfaktoren alle nicht negativ sind. So, nicht negative Kostenfunktion, minus 0 plus 0 ergibt nicht negativ, ist diese Bedingung erfüllt, dieses initiale Knotenlabeling, alle Werte identisch 0, ist konsistent mit dem Nullfluss. So, so weit, so gut. Jetzt müssen wir sehen, dass das Ganze auch funktioniert, dass es korrekt ist, diese reduzierten Kostenwerte für Längen herzunehmen, für kürzeste Wegeberechnung, anstelle der ursprünglichen. Und zweiter Punkt, wie wir das einhalten können. Ja, wir verändern ja den Fluss laufend. Das heißt, wir verändern den residualen Graphen laufend. Wie wir das hinkriegen können, dass dann nach jeder Flussveränderung, dass wir dann die Potenziale so ändern, dass wiederum alle reduzierten Kosten nicht negativ sind. So, das Erste, das hatten wir schon. Da will ich Sie nur dran erinnern. Ganz zu Anfang des Semesters haben wir schon mal eingesehen. Wenn Sie sich nicht mehr dran erinnern, müssen Sie es halt nochmal entsprechend nachlesen oder nachschlagen. Es war bei Beschleunigungstechnik von Dijkstra unter dem Stichwort Goal-Directed Search, also zielgerichtete Suche. Da haben wir gesehen, wenn wir sowas haben, wie hier, wenn wir neue Kantenlängen definieren auf Basis der alten Kantenlängen durch so etwas, dass dann die kürzesten Wege gemäß der alten Kantenlänge und die kürzesten Wege gemäß der neuen Kantenlänge dieselben sind. Das haben wir schon gesehen. Stichwort war Teleskopsumme. Innerhalb eines Pfades heben sich die einzelnen Potenziale auf, weil sie einmal auf einer Kante, für eine Kante werden sie negativ eingerechnet, auf der nächsten Kante positiv eingerechnet, sodass am Ende nur noch das Knotenpotenzial vom Startknoten und das Knotenpotenzial vom Zielknoten in dem Unterschied zwischen Pfadlänge gemäß alten Kantenlängen und Pfadlänge gemäß neuen Kantenlängen das ausmacht, und das ist konstant, das ist nicht abhängig vom Pfad. Das heißt also, was vorher ein kürzester Pfad war, ist hinterher auch ein kürzester Pfad. Ja? Diesen Punkt brauchen wir hier heute nicht nochmal zu betrachten. Da verweise ich Sie auf den Anfang des Semesters. Wie gesagt, Goal-Directed Search bei Dijkstra. Haben wir es bewiesen.
dass wir anstelle dieser Kantenlängen, dass wir dieselben Pfade rausbekommen, wenn wir anstelle so definierte, nach diesem Schema definierte Kantenlängen hernehmen. So, die andere Frage, die wirklich noch bisher ungeklärte Frage für uns ist, wie kriegen wir das hin, wenn sich der Fluss ändert, wenn sich damit das rituale Netzwerk ändert, wie müssen wir die Knotenpotenziale ändern, sodass wieder größer gleich 0 herauskommt, dass das neue Knotenpotenzial konsistent mit dem neuen Fluss ist, unter der Induktionsvoraussetzung, dass das alte Knotenpotenzial mit dem alten Fluss konsistent ist. So, wie geht dieser Schritt? Ist natürlich eine Erweiterung des Schrittes, einer Iteration bei unserem Algorithmus, den wir eben gesehen haben. Wieder identifizieren wir einen augmentierenden Pfad von einem Knoten, wo zu wenig rausfließt bisher, zu einem Knoten, wo zu wenig reinfließt bisher, und erhöhen darauf den Fluss entsprechend. Ersetzen die echten Kostenfaktoren durch diese reduzierten Kostenfaktoren. Ich habe eben argumentiert, dass wir das dürfen. Und weil diese reduzierten Kostenfaktoren konsistent sind, sprich nicht negativ sind, also weil die Knotenpotenziale konsistent sind, sind diese Kosten, reduzierten Kosten nicht negativ. Das heißt, wir können effiziente Algorithmen wie Dijkstra anwenden. Was wir jetzt noch machen müssen, das ist jetzt der Punkt, das ist die Erweiterung, dass wann immer wir den Fluss erhöhen, dass wir die reduzierten Kosten auch entsprechend verändern müssen, damit hinterher Konsistenz gewahrt bleibt. Und wie machen wir das? Das sehen wir hier an dieser Stelle. Das ist jetzt ein erstaunlich einfacher Schritt. Wir nehmen für jeden Knoten, ändern wir das Knotenpotenzial, und zwar um die Distanz. Ja, wir kriegen die Distanzen nicht weg aus unseren Sichtweisen, um die Distanz, die dieser Knoten von S aus hat. Und die Behauptung ist, dass dann das Ergebnis wieder diese so veränderten Knotenpotenziale wieder konsistent sind mit diesem neuen Fluss, entlang eines Pfades den Fluss erhöht werden. So, hier sehen Sie immer wieder das Aufwischen, den bürokratischen Kram. Da sind ja noch Variante, dass wir immer näher rankommen an Zulässigkeit und noch so ein paar bürokratische Sachen in Bezug auf oder die anderen Sachen in Bezug auf Invariante. Das bleibt weiter. Es ist ja nur eine Variation des Algorithmus. Das bleibt weiterhin gültig, so wie bisher auch. Jetzt müssen wir noch zeigen, dass das also dieser Punkt, dass das wirklich kürzeste Pfade sind. Hier ist der Verweis auf das, worauf ich vorhin verwiesen habe, Goal-Directed Search. Und was wir noch beweisen müssen, das werden wir aber heute nicht mehr schaffen, ist die Konsistenz der Knotenpotenziale, die wir auf diese Art und Weise hier erreicht haben. Hier sehen Sie, ist der Beweis in Formeln gepackt, und in diesem Fall, fürchte ich, kann ich Ihnen an der Tafel keine vernünftige Anschauung vermitteln, sondern wir müssen da mal, also jedenfalls fällt mir bisher nichts ein, wie man das vernünftig anschaulich machen könnte. Vielleicht punktweise, weiß ich jetzt noch nicht. Hier müssen wir wirklich in die Formeln mal reingehen. Korrektheit, das machen wir beim nächsten Mal. Korrektheit, wie gehabt, das ist der Verweis auf den Korrektheitsbeweis von eben. Und Komplexität, naja, der Komplexität und der Beweis der Komplexität ist alles dasselbe, nur dass wir jetzt einen schnelleren, kürzesten Pfade-Algorithmus haben. Was ja auch was wert ist. So. Also wie gesagt, es lohnt sich nicht mehr jetzt in den verbleibenden paar Minuten, das hier genau durchzugehen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle schließen und mich für heute für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.